Heute mal wieder ein kleines, schnelles Video, wenn ihr feststellt, oh je, meine Teelichter sind alle, aber ihr möchtet trotzdem ein schönes Licht haben und ihr solltet durch Zufall eine Mandarine zu Hause haben, was man zu der Zeit ja auch meistens hat, dann nehmt ihr diese Mandarine und schneidet sie seitlich durch, und zwar muss das an der Seite sein und dann seitlich durchschneiden. Dann etwas vorsichtiger den Teil nach innen drücken. So. Das hat gleichzeitig den Vorteil, dass ihr diese Mandarine wunderbar pellen könnt. So, dann habt ihr praktisch dieses Teil. Das drückt ihr dann wieder zurück. Das wird so eine kleine Schale. Dann nehmt ihr ein bisschen Öl. Ich habe jetzt hier Rapsöl. Und gebt ein bisschen Rapsöl dort hinein. Und nun mit den Fingern den Docht, den natürlichen Docht, ein bisschen mit Öl verreiben. Und dann Ganze anzünden. Jetzt ist er natürlich gekippt. Das ist ja wieder Vorführeffekt hier. So. Richtig gekippt. So. Das Anzünden dauert ein wenig. Also nicht wundern, dass ihr denkt, das funktioniert nicht. Bei euch jetzt zum Beispiel. So, und jetzt haben wir hier eine kleine Flamme erstmal. Ja, und dann habt ihr da schon ein schönes Teelicht. Ich zeige euch mal, ich habe hier noch ein zweites. Das hatte ich vorhin schon gemacht. Das brennt schon eine ganze Weile. Ja, und dann habt ihr ein wunderschönes Teelicht. Ich mache mal das große Licht hier aus. Ja, und so sieht das Ganze dann aus. Also das eine gibt schon gut Licht hier ab, das andere muss ich noch ein bisschen entzünden, das dauert noch eine Weile. Ja, und das ist mein heutiger Tipp für euch. Teelichter aus Mandarinen oder Orangen, etwas Öl, mehr braucht ihr nicht. Okay, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, bis dahin, ciao.